Eine Milliarde Christen glaubt an die 10 Gebote Gottes. Doch gab es ein Christentum vor Christus? Wann nahm die Menschheitsgeschichte ihren Anfang? Muss die Religionsgeschichte neu geschrieben werden? Die Suche nach dem Heiligen Gral führt zurück in die Urformen der Mythologie, beschäftigte Kelten, Katterer und Hitlers SS. Wo lagert der Abendmahlkelch, in dem bei der Grablegung das Blut von Jesus Christus aufgefangen wurde, das Kultgefäß, das Unsterblichkeit verleihen soll? Wahrheit oder Legende? Wer sagt die Wahrheit? Ist das Leichentuch von Turin das Leichentuch Christi? 1988 erklärt es der Vatikan als Fälschung, doch der italienische Fotograf Pia erkennt schon 90 Jahre zuvor einen gekreuzigten Mann auf dem Tuch, in dreidimensionaler Darstellung, falsch oder echt, Glauben oder Wissen. Die Pyramiden von Gizeh, eines der großen Weltwunder und großen Rätsel der Geschichte. Jetzt belegen bisher unveröffentlichte Forschungen mit modernster Technologie, die Sphinx und die Pyramiden bergen das Geheimnis einer bislang unbekannten, rund 12.000 Jahre alten Zivilisation. Diese Dokumentarserie sucht Spuren statt Mythen in der Geschichte des Christentums. Die Autoren suchen nüchterne Erklärungen für die großen Rätsel der christlichen Glaubensgeschichte. Im Morgengrauen der Zeitgeschichte, vor undenkbaren Zeiten, jenseits menschlicher Zeitvorstellung. Wie auch immer Geschichtsschreibung mit neuesten Erkenntnissen umgehen mag, vor Jahrtausenden wurden in Oberägypten rund 13 Millionen Tonnen Gestein bewegt. Systematisch und in seiner präzisen Anordnung bahnbrechend. Die Pyramiden von Gizeh haben Maßstäbe gesetzt und Rätsel aufgegeben. Nicht eine Zeitepoche, sondern ungezählte Generationen vor uns überraschte eine hochentwickelte Zivilisation mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten lange vor dem Bau der Pyramiden. Die Pyramiden wurden als 4.000 bis 5.000 Jahre alte Grabstätten ägyptischer Pharaonen identifiziert. Die neuesten Erkenntnisse aber stellen die eindrucksvolle Geschichtsschreibung um runde 8000 Jahre in den Schatten und werfen neue Fragen auf nach den Anfängen menschlicher Zivilisation. Egyptologists have but a few means to establish. Um die Geschichte Ägyptens zu beschreiben, stehen den Ägyptologen nur wenige historische Funde zur Verfügung. Zum Beispiel diese Auflistung der Könige, in der Pharao Seti seinem Sohn Ramses II. Erklärt, Sieh, mein Sohn, hier sind alle ägyptischen Könige aufgelistet, bis hin zu Menes, dem ersten König Ägyptens. Im Jahr 3000 vor Christus hört die Forschung der Ägyptologen auf, doch auf der gegenüberliegenden Seite steht, dies geschah lange Zeit vor der Herrschaft des Königs Menes, aber tausende Jahre früher, als Ägypten von Göttern und Halbgöttern regiert wurde. Pyramidenforscher Robert Bowal, Wissenschaftler und Co-Autor dieser Dokumentation. Glaubt man der Fachliteratur, dann tauchte Ägypten unvermittelt aus der Steinzeit auf. Und plötzlich, einfach so, waren die Ägypter in der Lage, solche riesigen und perfekten Bauwerke zu erstellen. Und wozu? Als Behausung für den Leichnam eines Königs? Die Theorie, die Pyramiden hätten einzig und allein als Grabmal gedient, ergibt keinen Sinn. Aber trotz eines Jahrhunderts wissenschaftlicher Nachforschungen bleiben noch viele Fragen offen. Die Konstruktion der drei Pyramiden von Gizeh ist weitaus perfekter als alles, was nachfolgte. Warum?
Wie schafften es jene Herrscher der vierten Pharaonendynastie, ihre Pyramiden absolut exakt an den vier Himmelsrichtungen auszurichten? Nord-Süd und Ost-West? Die Präzision der Ausrichtung ist unglaublich und wurde bis heute bei keinem modernen Gebäude erreicht. Wie war solche Präzision vor 5000 Jahren möglich? Noch vor 500 Jahren war unsere eigene Zivilisation nicht einmal sicher, ob die Erde eine Kugel ist. Und erst vor 300 Jahren ermittelten wir die genauen Ausmaße unserer Erdkugel. Die Ägypter aber kannten sie. Die große Pyramide erweist sich als Modell der nördlichen Hemisphäre im Maßstab 1 zu 43.200. Das ist keine Zufallszahl, sondern ein den Astronomen wohlvertrautes Phänomen, die Präzession. Ein Vorrücken der Tag- und Nachtgleichen, hervorgerufen durch die Bewegung der Erdachse. Und die große Pyramide enthält den Wert Pi, das Verhältnis des Durchmessers einer Kugel zum Umfang, die Grundlage aller höheren Mathematik. Ohne Zweifel, wir haben es hier mit einem hochentwickelten mathematischen Modell zu tun, aus einer Zeit, in der die Mathematik eigentlich noch gar nicht existierte. Und die ägyptischen Baumeister mussten einen Neigungswinkel von exakt 52 Grad einhalten, um zu diesem Resultat zu gelangen. Keine andere Schräge hätte gepasst. Soll das alles Zufall sein? Die Präzision dieser Bauwerke ist unheimlich. Die Seitenkanten der großen Pyramide messen exakt je 228,6 Meter. Die durchschnittliche Abweichung beträgt nur 12,7 Zentimeter, also 0,01%. An solcher Genauigkeit beißt sich noch heute jeder Bauführer die Zähne aus. Schwer vorstellbar. Das sollen Menschen geleistet haben, die aus der Steinzeit stammten. Die Ägyptologen allerdings glauben, die Pyramidenbauer hätten lediglich mit Transportrampen und Sklaven gearbeitet. Ja, sie hätten nicht einmal gewusst, wo genau sie ihre Könige bestatten sollten. Diese zu unterst gelegene Kammer erachten Wissenschaftler bislang als ursprüngliche Grabkammer, die dann durch eine andere, 40 Meter höher gelegene, ersetzt worden sei. Dann wieder ein neuer Plan. Die Kammer der Königin wurde aufgegeben, um die endgültige Grabkammer des Königs fertigzustellen. Fehler über Fehler. Zwischen diese passgenauen Fugen können Sie nicht einmal eine dünne Klinge schieben. Das ist wohl ausreichender Beweis für peinlich genaue Planung und meisterhafte Technik. Diese Baumeister nutzten keine Arbeitssklaven und machten auch keine albernen Fehler. Diese Leute änderten auch nicht ihre Meinung darüber, wo in der Pyramide eine Kammer gebaut werden sollte. Die innere Baugestaltung einmal zu verändern, wäre schon eine Verrücktheit. Aber zweimal, das wäre einfach unvorstellbar. Die unbekannten Baumeister kannten weder Baukräne noch Flaschenzüge, ja nicht einmal das Rad. Trotzdem hatten obenliegende Steinquader das Gewicht von 100 Personenwagen. Geschichtsbücher beschreiben die Pyramiden als Königsgräber. Doch in Gizeh wurden weder Mumien noch Grabinschriften gefunden. Außerdem bauten diese Könige der vierten Dynastie zwei Pyramiden. Warum? Wollten sie sich in zwei Mausoleen gleichzeitig beisetzen lassen? Warum keine Botschaft für die Nachwelt? Fragen Sie sich doch selbst, hätten Sie in das größte Grabmal der Menschheitsgeschichte jahrzehntelang Geld und Arbeit investiert, würden Sie dann der Nachwelt verheimlichen, wer Sie waren? Ist es nicht wahrscheinlich, dass sich hinter diesem Rätsel mehr als ein Grabmal verbirgt, dass die Baumeister eine ganz andere Absicht verfolgten? Der Eingang zur Königskammer, dem Allerheiligsten der großen Pyramide. Ein Raum voller Rätsel. Hier ist das eigentliche Geheimnis. Ägyptologen sehen in diesen engen Schächten lediglich Luftschächte. Doch sie durchbohren die mächtigen Wände mit der Präzision eines Gewehrlaufs. Das sind keinesfalls Lüftungsschächte. Dafür sind sie zu kompliziert und zu präzise in der Ausführung. Sie führen exakt ansteigend aus der Pyramide heraus.
Sie hatten einen viel bedeutenderen Sinn. Diese Vermutung bestätigt sich im März 1993. Der deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink untersucht den südlichen Schacht der Grabkammer der Königin mit einem Mini-Roboter. Der Schacht ist durch eine Steintür mit Metallbeschlägen blockiert. Eine Kammer als Geheimversteck. Die Türe wurde nie geöffnet. Andere Schächte führen ungehindert himmelwärts. Aber zu welchem Zweck? In den 60er Jahren fällt Astronomen auf, die Schächte sind mit erstaunlicher Präzision auf den Sternenhimmel ausgerichtet. Dieser Schacht zeigte auf den Alpha Draconis, den Polarstern im damaligen Zeitalter der Pyramiden. Ein anderer Schacht ist auf den kleinen Bären ausgerichtet. Die Archäologen holen sich Rat bei modernen Astronomen, die auch Jahrtausende zurück den Lauf der Sterne berechnen und simulieren können. Die Wissenschaft behauptet, die alten Ägypter hätten nur geringe astronomische Kenntnisse besessen. Doch hier ist der gegenteilige Beweis. Die Ägypter waren von den Sternen fasziniert, kannten den Sternenhimmel. Sehen Sie hier die Sternbilder der Tierkreiszeichen Löwe, Stier, Fische und hier das Sternbild des Orion und der Stern Sirius. Heute ist die Konstellation der Sterne eine andere als zu Zeiten der alten Ägypter. Dies erklärt sich durch das Phänomen der Präzession. Die Erde dreht sich nicht nur, auch die Erdachse taumelt wie ein Kreisel alle 26.000 Jahre einmal um sich selbst. Dadurch scheint es von der Erde aus betrachtet, als wanderten die Sternbilder im Verlauf der Jahrtausende langsam über den Himmel. Ägyptologen und Hieroglyphenforscher ignorieren die Präzession, aber ohne sie bleibt vieles unerklärlich. Die Taumelbewegung der Erdachse ist der Schlüssel zum Geheimnis der Pyramiden. Die Präzession verändert die Entfernung der Sterne, die wir allnächtlich am Himmel sehen. Lassen wir im Zeitraffer simuliert ganze Jahrtausende über unsere Köpfe hinwegziehen, sehen wir, wie sich die Sternbilder durch das Taumeln der Erdachse alle 26.000 Jahre auf und ab bewegen. Dieses Sternbild des Orion war für die Ägypter eine Gottheit. Damit könnten sich die Schächte in der großen Pyramide erklären. Für die frühen Ägypter entsprach Orion dem hohen Osiris, ihrem Gott der Auferstehung. Hier eine Rekonstruktion des Sternenhimmels im Jahr 2500 vor Christus. Mal sehen, was mit dem Gürtel des Orion geschieht, wenn er die Nord-Süd-Linie überquert. Der Schacht aus der Königskammer ist exakt auf Orion ausgerichtet, den Gott Osiris. Links vom Orion steht der Stern Sirius. Für die alten Ägypter war er der Stern der Isis, der Begleiterin des Gottes Osiris. Und dann entdeckte ich das hier. Wenn dieser Schacht aus der Königskammer auf Orion gerichtet war, dann zeigte der Schacht aus der Kammer der Königin direkt auf Sirius, die Göttin Isis. Die Ägypter bauten also Sichtschächte, genau auf ihre Gottheiten ausgerichtet. Sichtpfade zu Osiris und Isis, ihren Göttern des Lebens nach dem Tod und der Auferstehung. Für die alten Ägypter war die Erscheinung der beiden Gottheiten zugleich die Geburtsstunde Ägyptens. Sie sprachen von der sogenannten Erstzeit, dem Beginn ihrer Zeitrechnung, als Isis und Osiris den Nil, das Land und seine Menschen formten, als sie Ägypten fruchtbar machten, Überfluss und Schönheit bescherten. Doch Seth, der Bruder des Gottes Osiris, neidete den Ägyptern ihr Glück und tötete Osiris. Dessen Leichnam zerstückelte er in 14 Teile und versteckte sie an düsteren Orten. Der Mörder brachte Gewalt und Schrecken über das Land, so die Legende. Doch Isis, die treue Begleiterin des toten Osiris, suchte die Leichenteile ihres Gatten und hüllte sie in Leinen. Nur ein Stück fand sie nicht, den Phallus. Da banden Isis und ihr adlerköpfiger Sohn Horus ersatzweise einen künstlichen Phallus an die Mumie.
Danach verwandelte sich Isis in einen Vogel und fing den Samen ihres toten Gatten ein und erweckte ihn zu neuem Leben, im Reigen der Sterne. Die Legende sieht die beiden Herrscher vereint am nächtlichen Himmel prangen, als Sterne bis in alle Ewigkeit. Sie sind die allmächtigen Herrscher über das Jenseits und die Auferstehung, die jeder Pharao anstrebte. Ich führe Sie in das Grab des Unas. Er ist einer der Könige, die unmittelbar auf die vierte Dynastie folgten. Hier finden wir die ältesten religiösen Inschriften der Geschichte, die Pyramidentexte. Sie bergen den Schlüssel zum Geheimnis der Pyramiden. Die Bedeutung dieser Texte ist fast in Vergessenheit geraten, da die Ägyptologen in ihnen einen Sonnenkult sahen. Doch hier ist nicht die Religion des Tageslichts und der Lebenden aufgezeichnet, hier ist die Religion der Nacht und des Todes dokumentiert. Diese Texte erklären uns, nach seinem Ableben findet der König seinen Platz im Reich des Osiris, als Stern im Sternbild Orion. Und hier steht: O König, du bist der Begleiter des Orion. Und an anderer Stelle: Mögest du den großen gewundenen Fluss, mögest du die Milchstraße überqueren, mögest du dort angelangen, wo Orion ist. Die Pharaonen hielten sich in der Tat für Kinder der Götter. Und die Autoren Graham Hancock und Robert Beauval erkennen hierin den Sinn und Zweck der Schächte. Es sind Pfade, auf denen die Seele eines verstorbenen Pharao zu den Sternen findet. Starb ein Pharao, wurde sein Leichnam mumifiziert und vorbereitet, wie einst Osiris, um seine Seele gen Himmel zu schicken. Doch vorher musste der tote König sicherstellen, dass die Macht der göttlichen Herrschaft auf seinen Sohn übertragen wurde, den lebenden Horus. Dies geschah in einer spektakulären Zeremonie. Mithilfe zeremonieller Werkzeuge wurde der Mund der Mumie geöffnet, die Mumie zum Leben erweckt. Dann befestigte man an der Mumie einen künstlichen Phallus und richtete den Leichnam des Königs auf den Sirius, auf den Stern der Isis aus. In diesem Augenblick fand die Befruchtung des Schoßes der Göttin statt. Nach dieser Erfüllung seines irdischen Auftrages konnte der tote König gen Himmel reisen. Das ist eine Reinszenierung des Auferstehungsmythos des Osiris im Einklang mit den Sternen. Robert Beauvals Entdeckung hatte den Durchbruch gebracht. Diese Bauwerke, die rund 5000 Jahre lang geschwiegen hatten, kamen durch die neuen Erkenntnisse über die Schächte wieder ins Gerede. Doch es gab ein neues Problem. Alle Informationen deuten auf einen umfassenden Gesamtplan hin. Noch ist er nicht erkennbar. Vor uns sehen wir drei Pyramiden. Davon sind in Ausmaßen und Ausrichtung zwei völlig identisch. Die dritte Pyramide ist kurioserweise viel kleiner und von der Diagonalen aus nach links versetzt. Was mag dahinter stecken? Der Erbauer der Pyramiden war der Sohn des Pharao Cheops. Er war ebenso reich und mächtig wie sein Vater. Warum sollte er sich mit einer viel kleineren und nach links versetzten Pyramide zufrieden geben? An einem Abend erzählte mir ein Freund in der Wüste vom aufgehenden Stern Sirius. Er zeigte in den Himmel auf den Gürtel des Orion. Dann sagte er mir: Siehst du, die drei Sterne bilden eine Reihe, aber der oberste, der kleine, ist etwas nach links versetzt. Und das war die Lösung. Die Wechselbeziehung zwischen den Pyramiden und dem Sternbild des Orion war erkannt. Das war ein erster Schritt zu weiteren Entdeckungen. Die alten Ägypter hatten noch zwei weitere Pyramiden aus der vierten Dynastie nach Sternen benannt. Eine in Abu Ruwasch und die andere in Zawiyat al-Aryan. Verblüffend ist die Gesamtanordnung.
Das Sternbild des Orion, des Gottes Osiris, findet sich am Himmel wie auf Erden. Aber irgendetwas stimmte noch nicht zusammen. Die Ägypter verglichen den Nil mit der Milchstraße und die Pyramiden mit Orion. Doch zum Zeitpunkt des Pyramidenbaus, 2500 vor Christus, passte die Position von Milchstraße und Orion am Himmel nicht zum Abbild auf Erden. Suchte Robert Bowals Computer in der falschen Zeitepoche? Betrachten wir die drei Sterne im Gürtel des Orion im Verhältnis zur Milchstraße. Um eine perfekte Übereinstimmung mit den Pyramiden auf der Erde zu erreichen, drehen wir den Sternenhimmel. Wir drehen die Zeit zurück. 3000 vor Christus, 4000, 5000 vor Christus. Ein Blick zurück in alte ägyptische Mythen hilft weiter. Dies ist Osiris. Er regierte als erster göttlicher Pharao das Land Ägypten. Er starb und wurde mit Hilfe seines Sohnes Horus wiedergeboren. Dies sind die Götter der sogenannten Erstzeit, des Tepzepi. Für die Ägypter lag die Erstzeit tausende von Jahren zurück. Aber wann war diese Erstzeit? Wann war der Beginn dieser Zeitrechnung? Aufgrund der Präzession, des Taumelns der Erdachse, haben auch die Sterne einen Zeitzyklus. Die Sternbilder wandern scheinbar durch den Sternenhimmel. Der Orion begann seinen Aufstieg im Jahr 10.500 vor Christus. Robert Bowal drehte die Zeit in der Computersimulation zurück. 10.500 vor Christus, die perfekte Überlagerung. Im Jahr 10.500 vor Christus passt alles zusammen. Das Sternbild des Orion und die Anordnung der Pyramiden decken sich mit verblüffender Genauigkeit zur Erstzeit des Sterns Orion, zum Beginn seiner Himmelswanderung im Jahre 10.500 vor Christus. Hatten die Ägypter versucht, den Zeitbeginn ihrer Mythen zu markieren? Ihre sogenannte Erstzeit, die Herrschaft ihres ersten göttlichen Pharaos Osiris, ihre Genesis im Jahre 10.500 vor Christus. Die Präzession gibt weitere Hinweise. Das unmerkliche Taumeln der Erdkugel um ihre Erdachse bewirkt eine scheinbare Wanderung der Sternbilder am Himmel. Die Ägypter verfolgten dies genau. Sie studierten den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs, vor allem während der Tag- und Nachtgleiche am 21. März. Sie kannten auch die von der Sonne durchlaufenden Sternbilder des Tierkreises. Und sie stellten fest, dass diese im Laufe der Jahrhunderte ihre Position ändern. Die Sphinx sollte dabei zusehen, so scheint es. Etwa alle 2000 Jahre durchläuft die Sonne ein anderes Tierkreiszeichen. Eine neue Epoche beginnt, ein neues astrologisches Zeitalter. In unserer Gegenwart sind die Zeichen Fische und Wassermann ansteigend. Davor waren es Widder und Steinbock. Die Tag- und Nachtgleiche am 21. März, der Frühlingsbeginn, war für die Ägypter immer ein großer Augenblick. Und wenn es heißt, die Sphinx sei im Jahr 2500 vor Christus erbaut worden, als die Sonne im Tierkreiszeichen des Stiers aufging, wäre es doch für einen Pharao absurd gewesen, ein Monument in Form eines Löwen zu erbauen. Nur zu einem bestimmten Zeitalter hätte es Sinn gemacht, der Sphinx die Form eines Löwen zu geben. Im 11. Jahrtausend vor Christus. That was the age of Leo, beginning in the 11th millennium BC. Eine vage Spur führt zurück in prähistorische Zeiten, in eine Zeit lange vor dem vermeintlichen Beginn jeder menschlichen Zivilisation. Eine Spur zu einer bislang unbekannten frühen Hochkultur. Und wann wurde die Sphinx wirklich erbaut? Der Forscher John West stellt fest, durch Wassereinwirkung verwitterte Steine weisen dieselben Deformationen auf wie das Fundament der Sphinx und ihr Baugraben.
Man muss kein Geologe sein, um zu sehen, was diese Art der Verwitterung verursacht hat. Nur Wasser, das wie ein Wasserfall über das Gestein strömte, kann diese abgerundeten Konturen geformt haben. Wasserfälle in der Sahara? Außergewöhnliche Regenfälle wurden hier zuletzt vor 9.000 bis 10.000 Jahren registriert. Das Alter von Steinen ist schwer zu bestimmen, doch ein Geologe liest die Geschichte der Steine anhand der erkennbaren Verwitterung. Spuren, die Wind und Sand über die Zeitepochen hinweg hinterlassen. Weichere Gesteinslagen werden herausgescheuert. In Gizeh ist das deutlich erkennbar. Die einzige Ausnahme entdeckt der Forscher John West an der Sphinx und an der Seite des Baugrabens. Hier ist der Stein offensichtlich durch jahrhundertelangen heftigen Regen verwittert. Erkennbar an dem abgerundeten, welligen Profil, das sich nirgendwo sonst wiederholt. Wann hat es in Ägypten zum letzten Mal so heftig geregnet, fragen Kritiker. Und wenn schon Wasser im Spiel ist, dann stammt das vielleicht aus den Überschwemmungen des Nils. John West widerspricht. Ganz sicher nicht. Bei einer Überschwemmung des Nils hätte das Wasser von unten angegriffen und andere Erosionsspuren hinterlassen. Die stärkste Verwitterung würde man am unteren Ende erkennen, nicht am oberen. Und es gäbe auch nicht so tiefe Rinnen im Gestein. John Wests Argumente überzeugen Geologen. Und auch die Ägyptologen tragen keine stichhaltigen Gegenargumente vor. Doch die Sphinx selbst wurde schon zu oft repariert, um Spuren eindeutig zurückzuverfolgen. Dies ist eine der frühesten Reparaturen. 60 bis 90 Zentimeter dicke Ersatzblöcke waren nötig, um die ursprünglichen Konturen der Sphinx wiederherzustellen. Es heißt, diese Reparaturen seien innerhalb der ersten 300 Jahre nach Beendigung der ursprünglichen Steinmetzarbeit ausgeführt worden. Aber warum waren bereits innerhalb von 300 Jahren 90 Zentimeter Ersatzstein notwendig? Die Ägyptologen behaupten, der ursprüngliche Stein der Sphinx sei von so schlechter Qualität, dass 90 Zentimeter in nur 300 Jahren verwittern konnten. Aber denken wir weiter. Wäre das Material wirklich so schlecht und die Sphinx vor 4.500 Jahren geschaffen worden, dann wäre die Sphinx bei dieser starken Erosion schon vor 500 Jahren ganz verschwunden. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Die Sphinx von Gizeh, von heftigen Regenfällen verwittert? Es gab nur eine Zeitepoche, in der Ägypten unter sintflutartigen Verhältnissen litt und im Wasser versank. Erstaunlicherweise deckt sich diese Zeitspanne mit dem Anbeginn der Zeit in der ägyptischen Mythologie, mit der Erstzeit, 10.500 Jahre vor Christus. Das war ein Abschnitt in der Menschheitsgeschichte, in der die Erde einen Umbruch ohnegleichen durchmachte. Eine gewaltige Überschwemmung. Vor 12.500 Jahren endete die letzte Eiszeit. Davor herrschten über 50 oder 60.000 Jahre stabile Klimaverhältnisse. Millionen Quadratkilometer Eis bedeckten die nördliche Hemisphäre. Doch plötzlich, aus bislang nicht geklärten Gründen, schmolz das Eis innerhalb von nur 2.000 bis 3.000 Jahren. All of this ice melted in a span of just 2 to 3.000 years. Während der Eiszeit bedeckt eine bis zu 1.600 Meter dicke Eishaube Nordeuropa und Nordamerika. Das Abschmelzen bewirkt eine Überschwemmung unvorstellbaren Ausmaßes. Vielleicht die in der Bibel beschriebene Sintflut. Am Ende der Eiszeit, um das Jahr 10.500 vor Christus, durchlebte Ägypten dramatische Veränderungen. Ungewöhnlich hohe Fluten überschwemmten Niltal und Nildelta und löschten alles Leben aus. Die Mythen erzählen von einer Zivilisation, die nach dem Ende einer großen Flut begann. Das ist besagte Erstzeit, die weit zurückliegende Epoche der Götter am Anfang ägyptischer Geschichte. Und es war tatsächlich der Beginn der Menschheit, der Moment, in dem menschliche Erinnerung begann. For mankind. That's when our memories begin.
Auch der Forscher John West datiert die Sphinx von Gizeh um 12.500 Jahre zurück, ans Ende der Eiszeit. Doch warum trägt sie das Gesicht und den Kopfschmuck eines Pharaos? Sehen Sie den Kopf der Sphinx. Er ist besser erhalten als der Rest des Körpers. Der Unterschied bleibt gravierend, auch wenn der Kopf aus härterem Stein gemeißelt ist. Noch auffälliger ist, der Kopf ist unverhältnismäßig klein geraten. Auf dem langgestreckten, flachen Körper der Sphinx sitzt der Kopf wie eine Stecknadel. You see that the body of the Sphinx is long and flattened out, and the head almost looks like a pinhead stuck on the top of it. This to us. Das heißt, dieser Kopf ist nicht der ursprüngliche Kopf der Sphinx. Er wurde im Laufe der langen Geschichte geändert. Original to the Sphinx. At some point in its long history, the head was redone. I think the history of the Sphinx goes something. Folgendes Szenario. Lange bevor sich Ägypten in eine Wüste verwandelte, war das Plateau von Gizeh eine fruchtbare Savanne. An ihrem äußersten Rand häufte sich Felsgestein auf, aus dem eine Gruppe unbekannter Steinmetze einen riesigen Kopf herausmeißelte, den Kopf einer Gottheit oder eines Löwen. Als die Sphinx aus dem Felsen fertig behauen war, wurden hunderte, teils 100 Tonnen schwere Kalksteinblöcke geschlagen und an diese Stätte transportiert. Hier wurden sie, scheinbar mühelos, angehoben und in Position gebracht. In ganz Ägypten gibt es nichts Vergleichbares und alles deutet auf eine frühe Epoche hin. Jahrtausende vergingen, das Klima änderte sich und brachte sintflutartigen Regen. Es war das Ende der Eiszeit. Die Wasserfluten wetzten den Löwen nahezu auf die Form herunter, die wir heute sehen. Als der Regen endete, wandelte sich die einst fruchtbare Savanne in die Wüste Sahara. Vom Wind getriebener Sand begrub die Statue bis zum Hals und konservierte so den Körper und die Spuren der Verwitterung durch Wasser. Der Kopf blieb weiterhin dem Wetter ausgesetzt und schrumpfte. Möglicherweise wurde er neu gemeißelt. Die Könige der vierten Dynastie, die Erbauer der Pyramiden um 2500 vor Christus, gruben die Sphinx aus und veränderten deren Kopf. Pharao Chefren hat die Sphinx nicht geschaffen, er hat sie restauriert. Gab es nun eine solche frühe Genesis der ägyptischen und der menschlichen Zivilisation? Oder gab es sie nicht? Was ist das Geheimnis dieser Jahrtausende alten Bauwerke? Bowal und Hancock erkennen in ihnen Spiegelbilder des Sternenhimmels. Astronomen aus prähistorischen Zeiten schreiben die Geschichte neu. Hier in Gizeh bot sich den ägyptischen Astronomen ein Horizont von 360 Grad. Eine einladende Perspektive zur Beobachtung der Sonne und der Sterne. Die Aufmerksamkeit galt auch der Nord-Süd-Linie, die den Himmel unmittelbar über ihnen teilte. Die Astronomen beobachteten die Sterne beim Überqueren dieser Linie. Als im Jahr 10.500 vor Christus die drei Sterne im Gürtel des Orion diese Linie kreuzten, entsprach ihre Stellung exakt der Anordnung der drei Pyramiden. Folgt man dem Horizont über Gizeh bis zu jenem Punkt, an dem Orion im Jahre 10.500 vor Christus der Sicht des Beobachters entschwand, markieren die drei Pyramiden mit verblüffender Präzision den damaligen Stand der Sterne. Das ist kein Zufall. Es geht noch weiter. Betrachten wir jenen magischen Tag, an dem die Nord-Süd-Passage der drei Sterne im Orion exakt mit dem Sonnenaufgang zusammenfiel. An jenem Tag ging die Sonne exakt im Osten auf. Heute sieht die Sphinx auf das Sternbild der Fische. Aber drehen wir die Uhr zurück. But let's run the clock of precession back in time and see what happens. Damals, 10.500 vor Christus, ging die Sonne exakt im Osten auf, in einer direkten Linie zur Sphinx, die auf das ansteigende Sternbild des Löwen schaute. Hier taucht das Sternbild des Löwen am Horizont auf und hier die Sonne.
Zu jenem Zeitpunkt im Zeitalter des Löwen also sah die Sphinx auf ihr eigenes Abbild am Sternenhimmel. Und es geht noch weiter. Warum steht die Sphinx rechts versetzt von der Ost-West-Achse dieser Pyramide? Und warum verläuft jener Pflasterweg etwas schräg südlich? Die Erbauer der Pyramiden überließen nichts dem Zufall. Also, was bedeutet diese Verschiebung? Der Pflasterweg ist um 14 Grad versetzt. Die Sphinx liegt zur Linken. Warum? The computer has the answer. Der Computer hat die Antwort. Er zeigt uns die Stelle, an der die Sonne aufging. Haargenau in Richtung des Pflasterwegs. 14 Grad nach rechts, in einer schnurgeraden Linie zum Weg. Und hier, zur Linken, das Sternbild des Löwen. Die untere Hälfte liegt unter dem Horizont. Kopf und Schulter des Sternbilds aber ragen darüber hinaus. Und das ist, was sie sahen. Genau das sah man, blickte man damals nach Osten. Die aufgehende Sonne, ausgerichtet am Pflasterweg. Zur Linken die Sphinx, halb vergraben im Sand, Kopf und Schultern ragten heraus. Genauso wie man das Sternbild des Löwen über den Horizont ansteigen sah. Die Sphinx und die Pyramiden fügen sich zusammen zu einem gigantischen astronomischen Hologramm des Sternenhimmels über Ägypten um das Jahr 10.500 v. Chr. Nur in der damaligen Epoche entsprach die Position der wichtigsten Himmelskörper dieser Darstellung, die sich aus jedem Blickwinkel, aus jeder Richtung als absolut exakt erweist. Bei der Genauigkeit der Pyramidenbauer ist hier der Zufall auszuschließen. Was wir sehen, ist eine kolossale und bewusste Markierung der Epoche um das Jahr 10.500 v. Chr. Das ist fast 8.000 Jahre früher als der angebliche Anfang ägyptischer Kultur. Almost 8,000 years before Egyptian civilization is supposed to have begun. Wurden die Pyramiden nur zufällig gebaut, wie Fachleute glauben machen? Oder aufgrund eines Bauplans aus prähistorischer Zeit, der den Pharaonen zur Fertigstellung vererbt wurde? Bergen die Pyramiden das Geheimnis der sagenumwobenen frühen Zivilisation Atlantis? Jede Kultur beruft sich auf einen Schöpfungsmythos, auf einen Anfang. Doch die Ägypter hatten äußerst klare Vorstellungen über ihre Anfänge. Sie erzählen uns, dass die Erde völlig mit Wasser bedeckt war und dass die Erde aus dem Wasser aufstieg. Von einem Urhügel ist die Rede, auf dem die Schöpfung ihren Anfang nahm, auf dem der erste Sonnenauf- und Sonnenuntergang beobachtet wurde. Es scheint, als wollte der Erbauer der Pyramiden diesen Augenblick, jene Zeit der Götter, wieder aufleben lassen. Es wäre verständlich, jenes Andenken in solch grandioser Form zu verewigen. Sollte dieser Urhügel existieren, dann ist es Gizeh. Sogar die Schriften beziehen sich auf diesen Ort Gizeh, auf Heliopolis als Stätte der Schöpfung. Vielleicht sollten wir den Hinweis wörtlich nehmen. Hier liegt der Ort der Schöpfung. Kein Wunder, wenn in Gedenken an einen so bedeutsamen Augenblick derart ausdrucksvolle Monumente geschaffen wurden. Die Sphinx könnte vielleicht das greifbare Überbleibsel jener verschollenen Zivilisation sein, die hier vor 12.500 Jahren bestand. Wir behaupten nicht, die Pyramiden seien 12.500 Jahre alt. Wir sagen lediglich, die Pyramiden sind Zeugnis jener weit zurückliegenden Epoche. What we're saying is that the pyramids speak of that very distant date. Kein Zweifel, die alten Ägypter waren Erben uralten Wissens und uralter Weisheit. Ancient knowledge and wisdom. It's absurd. Es ist absurd, was die Ägyptologen unterstellen. Diese Monumente seien Schöpfungen einer Zivilisation, die in den Kinderschuhen steckte. In diesen Bauwerken kommt enormes, über Generationen gewachsenes Wissen und tiefe Gelehrsamkeit zum Ausdruck. Für mich sind sie das Ende und nicht der Anfang einer Entwicklung. Warum sollen wir uns als Ägyptologen dieser Meinung anschließen? Eine vorsintflutliche Zivilisation, Jahrtausende nichts und dann wieder Neuanfang. Wo ist die Verbindung? Years, 2000 years. And then it starts up again.
Where's the link? Wo sind Beweise jener Kultur? Zeigen Sie mir Tonscherben, Werkzeuge oder Reste anderer Kulturen. Zeigen Sie mir eine archäologische Fundstelle aus jener Epoche. Das ist, als hätte man Magellan nach seiner Weltumsegelung gesagt, die Welt ist flach, nur weil es keine anderen Weltumsegler gab. Hier geht es grundlegend um die Zivilisationsgeschichte. Sie muss nicht geradlinig von dummen Höhlenmenschen zu uns klugen Kerlchen führen, mit unseren Wasserstoffbomben und gestreifter Zahnpasta. West, Beauval und Hancock glauben, eine noch unbekannte, sehr frühe Zivilisation könnte möglicherweise ihre Spuren in den unterirdischen Gängen der großen Pyramide hinterlassen haben oder in den Begräbnistempeln zu Füßen der Sphinx. Offiziell werden sie der Zeit der Pharaonen zugeordnet, jedoch aufgrund sehr dürftiger Indizien. Ihre kahle, massige Stränge bereitet den Archäologen Kopfzerbrechen. Diese Bauten sind anders als die der alten Ägypter. Könnten Überreste aus viel früherer Zeit nicht in der Tiefe stecken? Etwa 800 Kilometer südlich von Gizeh beim Osirion stehen wir wieder in einem jener rätselhaften, anonymen Bauten, die keiner bekannten Epoche zuzuordnen sind. Mehr als 15 Meter tiefer gelegen als die Grundfläche der sie umringenden pharaonischen Tempel. Möglicherweise sei dies nur eines von vielen Bauwerken, die unter dem Sand Ägyptens begraben liegen. Sie sind anonym, so Graham Hancock, und werden noch künftigen Generationen Rätsel aufgeben. Leute wie die Herren West, Beauval und andere fantasieren gerne. Sie schauen sich hier ein paar Tage um, haben ihre Theorie und veröffentlichen sie. Sie muss verrückt sein, um Geld zu verdienen und berühmt zu werden. Das ist alles, was die Herren wollen. Geld? Seit 20 Jahren arbeite ich hier, ohne einen Pfifferling zu verdienen. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen und dazu benötigen wir weitere geologische und astronomische Untersuchungen. Die Ägyptologen schaffen das nicht alleine. Ein Monument wie dieses kann man nicht mit eindimensionaler Betrachtung analysieren und deuten. Damit erweist man der Menschheit einen Bärendienst, denn man hindert andere Wissenschaftler, ihre Intelligenz und ihr Wissen einzubringen. Other disciplines from exercising their intelligence here.